Ja, hier ist der Stoppel. Willkommen zurück zu Starlancer Trial zur Fortsetzung. Unseres kleinen Let's Plays hier, wo wir letztes Mal die Demo angefangen haben mit der ersten Mission, die schon recht intensiv war, recht anstrengend. Und ja, machen trotzdem weiter mit der nächsten Mission und schauen, was uns erwartet. Also ich sagen, wir legen los. Er wollte wieder das Spiel vorstellen, das haben wir mittlerweile schon gesehen. Und zwar können wir lieber ein Spiel laden. Ich habe es gespeichert vorher und ich würde sagen, ja, los geht's. Okay, Pilots, pay attention. At 0400 hours, Zulu time, the Coalition struck on all fronts. Losses have been severe, as well as the First Fleet, we lost both the French and Italian fleets. A state of war now exists between the Alliance and the Coalition. Before we lost contact with HQ at Base Kennedy, they ordered the remnants of the Alliance fleet to regroup here in Neptune space just off Triton. The Coalition know Triton is our last stronghold, and intelligence believe a Coalition strike force is already in the area. It has to be intercepted and destroyed. This should buy the remnants of our fleet enough time to regroup and resupply. You'll be working in conjunction with the Vampires, flying out of the ANS Bremen. The patrol zone has been split into two sectors. Vampires take care of one sector, while the Pumas and the Ronin take care of the other. If any wings get a positive ID, then we all zero in on the target. Gamma Wing will be flying support to deal with their heavy hitters. Now remember, we all have to stay focused. Failure is not an option. If we don't intercept and destroy the strike force, they'll be able to hit Triton before we can get there. It'll be a good idea to stock up on jackhammers in your loadout. Chances are you'll run into Scarab troop carriers and Kurgan gunboats. Okay, load up your ships, ladies and gentlemen. The patrol points have been downloaded to your ship's computers. Good luck. And remember, we are the Alliance's only hope. Ja, die letzte Hoffnung der Allianz. Okay, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Raketen, wie es aussieht. Was nehmen wir denn da? Wie lautet der? Wie lautet das der? Ein bisschen mehr? Wie lautet der? Mal gucken. Der hat 5. Also da ist die Nagiata natürlich keine Option in meinen Augen. Da die ja nur 3 Slots hat. War zwar die Mission eh ganz cool, aber geht auch 5. Ja, der rennt glaube ich mehr, ne? Der rennt natürlich mehr. Aber der hat auch der deutlich stärker bewaffnet, der hat auch nur 5. Ne. Der hat 7. Der hat 7, aber wir nehmen Jäger, wir nehmen nicht dieses große Schiff. Wir gucken, wir überlegen gerade, ob wir den Cosena nehmen wollen. Das kann eine andere Variante fast. Nehmen wir den, ne? Nehmen wir die Crusader mal. So, mal gucken, was nehmen wir da? Wir nehmen. Okay, wir nehmen dort. Davon. Und ein Fuelpot. Da sind wir gut bewaffnet. Und ich würde sagen, ja, los geht's! Good luck, everyone. Und los geht's! Prepare to launch. Hinter Juli 2160. Also spät. This is Squadron Leader Steiner of the Vampires. We're preparing to move out. Good luck, people. Same to you, Vampires. Okay, Ronin, Gamma Wing, you are ready for this? Yes, Wing Leader. This is Gamma checking in. Ready when you are. What about you, Pumas? Ready to give out some payback, if that's what you mean. Let's move out. Yeah. Ready to jump out. Dann machen wir mal, würde ich sagen, los geht's. Wie durch lange mal die Kiste, ne? We got bandits dead ahead. We're too late. They're jumping out. Mhm. Okay. Alpha 5, can you get a fix? Negative on that.
All I'm picking up is an Alliance convoy, one nav point from here. One Prowler and three Leuenbergs. That Coalition wing had a Kamov torpedo bomber with them. It's a safe bet they'll be going after the convoy. Way to go, Sherlock. Let's go link up with the convoy. Let's move out. Gut. Ready to jump out. Dann treffen wir mal mit dem Konvoi. I got a visual on the convoy. No sign of the Coalition wing. We beat them to it. This is convoy leader, Captain Kerner. What's going on? This is Ronin Wing Leader, flying off the Yamato. You've got incoming Coalition fighters backed up by a Kamov. As soon as they jump in, we need you to run a comms jam. Consider it done. Excellent. Gamma, hang back and stay out of trouble. Everyone else, prepare to engage. Okay. Here they come. Let's take them out. Na dann? I'm picking up the cam off, making a late entry. Wo denn? It's launches torpedoes, takes them out. Wo denn? Wo? 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 Da! We got a missile on our tail, buddy. Move it! Komm schon! Missile first torp down. Whoa. Good shooting! Second torp down. No, pitch it! Aber nicht gut! Release countermeasures! They've got a lock on us! Finish those fighters, ASAP! Nicht gut gewesen! You got him! Ich hab ihn, ja! Eat this, loser! You are a dead man, pilot! No, please, no! Great shot! Who do I send the flowers to, comrade? You and me, one on one! Man, are you really, huh? You are no match for me, it's the talk! And I will spare your life! Ist nur ein Todesor. You are no equal. Komm schon. I'm sick. Ouch, that's gotta hurt. I will be avenged. You got him. Wir räumen ganz schnell auf hier. Ja, ein Konvoi ist verloren, das ist ärgerlich. That's all the fighters taken care of. I will be. You still with us, convoy leader? Slick work. If you hadn't turned up, they would have wiped us out. Hui. Those are short-range fighters. We have to be close to the strike force. Alpha 5, give me a long-range scan. I'm picking up some slight signature readings, one nav from here. It's a long shot. Those signatures could be days old. It's the strike force, I'm sure of it. Let's go find out. Everyone, stay alert. This could be it. Mm-hmm. Jump system online. Okay. Weiter geht's. Yamato Control, we've got an ID on the strike force. Excellent work. Now just keep them busy until we get there. Gamma, hit that cruiser before they can raise shields. Okay. Ready on it. Fire! No! They destroyed Gamma! Gamma did it. The cruiser's history. Hell! The troop carriers are jumping out! Okay. We'll take care of them later. Everybody, concentrate on those fighters. And watch out for those Kurgans.
Oh, was war das denn? Where? Oh! Ah, was ist denn vor da? Nikot! Was soll ist das denn? Boah. Okay, da auch ein ganzes Wein hier. Er hat sie getan, kann das sein? Eat this, loser! Ja, ja, war ich noch. Hat er immer gemocht, wenn man nicht ärgern konnte, die Gegner. Oh ja. Ah, komm schon! Langsam. Ist es lange, ich habe. Ist es langsam für den? Bin wendig genug. Ach, scheiße. Oh. Eigentlich. Erwischt. Er ist ja tot. Er ist zerstört worden. Yamato Control, any word on the vampires? They should be with you any second. They better make it quick. Ronin, Pumas, we need to carry your shield generator taken out before we can jump in. Easier said than done. That damn carrier is bristling with black turrets. Get to it, people! Okay. Nach der Mission. Yeah, the shield generator is history. Yamato Control, you are clear to jump in. Was ist das? Was ist das, Yamato? Was ist das, Yamato? Okay. Die Runde ist aber weg. Chalk up one cap ship. Excellent work, people. Seems you beat us to it. Ooh. We just got lucky, Commander. Ronin, Pumas, we've got a fix on the scarabs. Intercept and destroy them. It would be a pleasure. Let's go. Okay. Great job out. Selected. Die Truppen noch mal sind hier dran. Schauen wir mal. Ja,
chalk up one troop carrier. Okay. Yeah. Oh. That's it. The nav is clear. Great work, people. What? Ronin, Pumas, Captain Yoshimu passes on his congratulations. You are clear to land. What? Ronin, initiate landing procedure. But boss! Permission to land. Hey, Hotshot, good to have you back. You clear all the way in. On this stuff? Hab's geschafft, diese Mission. Super. Ja. Hier gibt's auch keine Abschlussbesprechung. Sind auch dieselben Texte nochmal. Haben wir schon mal gesehen am Anfang, ne? Ja, wir sind die letzte Hoffnung der Allianz. Da haben wir jetzt bewiesen, dass wir die letzte Hoffnung sind. Da haben wir in zwei Missionen ganz schön viele Abschlüsse gemacht. Kann man sagen. Ja, kann ich jetzt, das muss ich jetzt. Ich kann es jetzt auch vorlesen. Nee, in dem Fall nicht. Okay! Ich wollte gerade anfangen, das vorzulesen, aber ging es doch zu Ende. Ja, das war's mit Starlancer Trial Version. Das waren die beiden Missionen, die es exklusiv nur in der Demo gab und nicht im Hauptspiel. Auch wenn die nicht grundsätzlich in die Story vom Hauptspiel passen, muss man mal sagen. Ja. Wer das Hauptspiel kennt, weiß warum. Ansonsten, ja. Hier ist ein ganz guter Einblick ins Spiel, muss man sagen, aber es ist halt andere Missionen, muss man sagen. Viele Missionen laufen vielleicht nicht so ab, wie sie hier sind. Wenn auch, manche Missionen laufen so ab, wie sie hier sind, aber halt sind andere, laufen ein bisschen anders ab, das ist halt der Unterschied. Ja, das soll es gewesen sein. Ich fand, die Demo war trotzdem ganz Spaß. Die erste Mission war nicht so besser als die zweite, muss ich sagen. Weil die war recht intensiv mit den ganzen Großkampfschiffkämpfen. Die hier, naja, eher weniger. Da konnte man eine Flotte immer zerstören, auch ganz nett, muss man sagen, aber ich fand die erste Mission besser. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß daran. Denkt mal an die Kommentare unter die Bewertungen und auch an die Glocke, damit ihr wisst, wie es weitergeht. Nach mich interessiert nämlich eure Meinung. Wie fandet ihr diese Demo hier? Hättet ihr lieber eine Demo gehabt mit richtigen Missionen vom Spiel? Oder also besseren Einblick ins Spiel zu kriegen vielleicht? Oder denkt ihr, das sollte hier eine eigenständige Sache sein mit eigenen Missionen? Ist ganz cool. Dann lohnt sich auch eine Demo machen. Dann lohnt sich auch mal eine Demo zu spielen oder so. Gibt ihr unterschiedliche Meinungen dazu. Ich persönlich, meine Meinung dazu ist, ich finde es besser, wenn die Demo was von der Vollversion zeigt. Ja, weil angepasste Demo ist so ein bisschen, ja, die Rosinen werden halt präsentiert, ja, so ein bisschen extra, damit die Leute das kaufen, dann machen, legen wir uns richtig ins Zeug, machen, bauen eine richtig geile Mission und die gibt es im Hauptspiel gar nicht. Ja, gut, es gibt auch Demos, da ist der Beste vom Spiel, gibt es auch viele Missionen, viele Spiele, kann ich mich auch noch erinnern, war die beste Mission des Spiels, die auch Deo verwendet wurde. Gibt es oft. Aber ja, trotzdem, ist meine Meinung dazu. Ansonsten, ja, vom Gameplay zeigt es trotzdem schon ganz gut, wie es funktioniert, muss man mal sagen. Aber halt, die Missionen laufen nicht so ab, wie sie hier sind, teilweise. Deswegen, naja, trotzdem, wie gesagt, mich interessiert eure Meinung und auch Meinung zum Let's Play. Fand ihr das Let's Play hier gut oder schlecht? Gut, ich weiß, es war mit zwei Missionen nicht so lang, aber ja, kann ich auch nicht ändern. Ist halt nur so kurz. Und immerhin mal zwei exklusive Missionen und deswegen ja, immerhin was Neues gesehen. Ja, wie gesagt, hab schon gesagt, denkt an Kommentare. Feedback interessiert mich immer. Ohne Kritik wird alles besser und Lob ist auch gerne gesehen. Denkt an die Bewertungen und Kommentare, hab ich schon gesagt. Und an die Glocke, damit ihr wisst, wann wie es weitergeht mit dem Hauptspiel zum Starlancer. Zwar Starlancer, das ist wieder das nächste Let's Play, logischerweise. Das Hauptspiel machen wir dann. Und ja, ihr könnt
Wir folgen auf Twitter und auf Facebook, auf Deutschland, um aktuell zu bleiben. Ihr könnt beitreten in den Discord-Server und quatschen, kennenlernen, Spaß haben, Mitspielen, mitmachen, mitgestalten. Man kann auch dieses Spiel auch im Multiplayer spielen im Koop. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne melden. Ich wäre da gerne viel zu haben. Und ja, alles fängt in der Videobeschreibung und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Projekt.